Hallo Retro-Freunde, heute möchte ich euch die neueste Channel-Spende präsentieren, die bei mir reingeflattert ist. Ja, wie das immer so ist oder wie ich es immer so mache mit Channel-Spenden, ich packe die vor der Kamera aus, um euch daran teilhaben zu lassen, was mich alles Neues erreicht hat. Also viel Spaß! Ja Leute, was soll ich sagen? Ich bin immer wieder sprachlos, ich bin fassungslos, wenn mich jemand anschreibt und sagt, hier, mir gefällt dein Kanal, ich habe was übrig, ich habe was für dich, ich möchte dir eine Freude machen, ja, und ich möchte dir gerne was zuschicken. Ja, diese sogenannten Channel-Spenden, ich habe es ja schon in dem ein oder anderen vorherigen Video erwähnt, sind für mich beileibe keine Selbstverständlichkeit, ja, und ich finde es immer Wahnsinn, dass es sowas überhaupt in der heutigen Zeit noch gibt, dass jemand dem anderen einfach eine Freude machen möchte und ihm etwas Gutes tun möchte und etwas zukommen möchte, lassen möchte. Und ja, was soll ich sagen? Es war mal wieder soweit, ja, und die kurze Hintergrund oder die kurze Backstory dazu ist, das Paket kam diesmal von der Mandy. Mandy, Grüße an dich. Ja, die Mandy ist schon eine lange Zeit Verfolgerin meines Kanals. Ja, die Mandy hat auch einen eigenen Instagram-Kanal, den packe ich auch in die Videobeschreibung unten rein, check das mal ab, ja. Sie sammelt genauso, ist genauso verrückt quasi wie ich, sammelt alles, was ja, Retro ist, was aus der guten alten Zeit der 80er, 90er und so weiter ist, sammelt neue Sachen, sammelt alte Sachen, ja, und hat richtig tolle Fotos auf ihrem Instagram-Kanal. Ja, und wir sind irgendwann so ins Gespräch gekommen. Sie hat mir ein paar Nachrichten geschickt, ich habe geantwortet, ich habe ihr ein paar Nachrichten geschickt, sie hat geantwortet etc. Und sagte dann halt hier, sie möchte mir auch was Gutes tun und sie würde mir gerne was zuschicken. Ja, das ging dann so ein bisschen hin und her und so weiter. Ja, und was soll ich sagen? Zum guten Schluss, das Paket ist jetzt wirklich angekommen. Und als ich das allein schon bekommen habe, dachte ich mir, wow. Ja, Wahnsinn. Ich halte es mal hoch. Ich hoffe, oh Gott, das ist hier das Teil. Hallo, hallo, seid ihr noch da? Ja, ein Riesenpaket. Ja, es ist ein Heo-Paket, wo ein First Order Stormtrooper Helm drin war ursprünglich. Ich bin gespannt, ob der ob der noch drin ist. Ja. So. Dann gucken wir mal. Und ich sehe ganz viel Luftpolsterfolie, was schon mal super ist. Die entfernen wir mal. Die entfernen wir mal, entfernen wir mal, entfernen wir mal. Und was... Das ist... Oh, hier liegt, bevor ich jetzt irgendwas rauspacke, hier liegt ein Brief. Und ich lese das jetzt einfach mal vor. Wie gesagt, ich hoffe, das ist okay. Lieber Frank, sorry, dass du so lange auf das Paket warten musstest, aber ich habe immer wieder Sachen gefunden und bestellt, weil ich dachte, dass dir das vielleicht auch gefallen könnte. Aber nun ist es ja da. Das war eine schwere Geburt. Lach. Ich sag, wir haben ein paar Mal hin und her geschrieben, also ein paar Mal wurde dann ein paar Mal mehr und ein paar Mal mehr. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Auspacken und ich hoffe, ich konnte dir die ein oder andere Freude damit bereiten. Dass ich deinen YouTube-Kanal feiere, weißt du eh. Mach einfach weiter so. Bin gespannt, was noch alles kommen wird. Ganz liebe Grüße, Mandy. Mandy, schon mal vielen lieben Dank. Und ja, wie gesagt, sorry, dass du so lange auf das Paket warten musstest. Wie gesagt, das ist eine Channel-Spende. Du möchtest mir was schicken. Ja, und wie lange sowas dauert oder ob du es überhaupt schickst und was auch immer, das ist irrelevant. Ja, wie gesagt, du hast mir was geschickt, weil du mir eine Freude machen möchtest und wie lange das dauert, vollkommen egal. Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall schon mal dafür. Vielen lieben Dank für den tollen Brief. Ich bin auch gespannt, wie es in Zukunft hier weitergehen wird. Ja, und in diesem Sinne mache ich jetzt einmal mit dem ersten weiter. Und zwar ist hier, ich habe hier, seht ihr das? Ein Poster. Ja, und da ist noch ein Zettel drauf. Schade, dass der Druck nicht perfekt geworden ist, aber ich hoffe, du freust dich trotzdem darüber. In einem Video hattest du mal darüber gesprochen. Ich bin gespannt. Ich mache jetzt ohne weitere Umschweife. Ich werde jetzt mal hier die Gummis hier abmachen und bin gespannt, was das für ein Druck ist, wo ich im Video drüber gesprochen habe. Ich bin, ups, wo ist es? Echt gespannt.
Und dann habe ich jetzt hier ein Poster. Ach, oh Gott. Tatsächlich. Leute, es ist etwas, worüber ich wirklich gesprochen habe. Und ich drehe es mal um, wenn ich es kann. Denn die Mandy hat mir was ausdrucken lassen. Und zwar das Poster von dem Masters of the Universe Revelation Comic Nummer 3. Seht ihr das? Da habe ich gesagt, das Bild sieht so, so klasse aus. Ja, und das müsste man sich als Poster machen, damit man es irgendwo hinhängen kann. Mandy, du bist verrückt. Ja, das heißt, du hast wirklich ein Poster in Auftrag gegeben, um mir eine Freude zu machen. Ich finde es Wahnsinn. Ich finde es richtig toll. Ich finde es richtig klasse. Das fühlt sich auch echt gut an. Ja, Wahnsinn. Vielen, vielen lieben Dank dazu. Ach so, nur ganz kurz. Mandy, ich hoffe, das ist okay, wenn ich Sachen habe, wenn ich Sachen nicht gebrauchen kann und so weiter, dass ich die eventuell in ein Gewinnspiel oder sowas reinpacke. Ja, kannst du mir mal Bescheid sagen, ob das okay ist? Und ich habe jetzt hier das nächste. Das ist sogar, er hat es sogar eingepackt, hat sogar ein Schleifchen drum gemacht. Ja, und zwar Gremlins und Labyrinth. Kriege ich das ab? Und das sind Kartenspiele. Das sind Playing Cards. Ja, von Gremlins. Gremlins Spielkarten finde ich richtig, richtig toll. Ja, richtig klasse. Ist noch OVP. Ja, das wird jetzt nicht aus den 80ern sein, gehe ich von aus. Ja, denn ich habe hier auch Spielkarten vom Labyrinth. Und ich muss leider gestehen, und ich bin ja ehrlich, die habe ich schon. Ja, das heißt, die hätte ich jetzt doppelt. Und wie gesagt, Mandy, sag mal Bescheid, wenn es okay ist, würde ich die in ein Gewinnspiel packen, ja, damit jemand anders da eine Freude hat, ja, der die Karten vielleicht noch nicht hat. Auf jeden Fall die Gremlins, die wandern in meine Sammlung, die bleiben bei mir. Finde ich richtig, richtig toll. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Hier haben wir nochmal was Süßes für zwischendurch. Ein Päckchen Haribo Super Mario hat sie mir reingelegt. Vielen Dank, das ist Nervennahrung, die kann ich immer gut gebrauchen. Vielen lieben Dank. So, und wo geht es denn jetzt weiter? Ich packe hier mal, was ist das? Hat sie ein T-Shirt reingepackt. Ein T-Shirt, und ich sehe hier die drei Fragezeichen. Und hat einen Zettel wieder dabei. Ich hoffe, es passt. Das heißt, sie hat ein T-Shirt gefunden und hat es mir zugeschickt. Und es ist, oh, ist der Zettel runtergefallen. Es ist ein Drei-Fragezeichen-T-Shirt in M. Also Mandy, meine Größe, vielleicht sieht man das so in den Videos, aber meine Größe hast du ganz gut erkannt. Also M sollte eigentlich passen. Und sie hat mir ein Drei-Fragezeichen-T-Shirt zukommen lassen. Mandy, vielen lieben Dank dafür. Das habe ich noch nicht. Und T-Shirts kann man nie genug haben. Ja, finde ich richtig, richtig toll. Vielen, vielen Dank. Ein neues T-Shirt für meine Sammlung und bald wahrscheinlich in einem der nächsten Videos. Vielen, vielen Dank. So, dann gucken wir mal weiter. Ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Ich packe hier mal raus. Ach, da hatten wir drüber gesprochen gehabt. Genau, da hat sie mir gesagt, sie hat noch ein paar DVDs. Ja, und da haben wir drüber gesprochen, ob ich was bräuchte, ob ich was davon schon doppelt habe oder ob ich das haben möchte. Und hat sie mir wieder geschrieben, wie besprochen, viel Spaß beim Gucken. Ja, und zwar hat sie mir Chip und Chap Collection 1 und Collection 2 auf DVD mitgeschickt. Auch wieder, sie hat alles verpackt. Mandy, du bist, das ist der Wahnsinn, ja. Du hast überall ein Schleifchen drum gemacht. Finde ich richtig, richtig toll. Das ist Wahnsinn. Und der Zettel, ja, und ach, da haben wir so Collection 2. Das sind drei Discs, Chip und Chap. Ja, es sind 24 Folgen. In der, ich weiß, ist das Staffel 2, ist das Edition 2? Bin mir jetzt nicht sicher, wie viel es da gibt. Ja, und hier dasselbe, ja,
drei DVDs, ja, und wahrscheinlich auch 24, nee, 7, 14, 21 Folgen sind hier insgesamt auf den drei Staffeln, drei Discs drauf. Finde ich richtig, richtig toll. Die hatte ich noch nicht. Ja, Mandy, vielen lieben Dank für Chip und Chap. So, was haben wir denn hier? Ach je, da ist was runtergefallen. Muss dazu sagen, die Mandy kommt aus Hamburg. Ja, Mandy kommt aus Hamburg, eine wunderschöne Stadt, wo ich auch schon ein paar Mal war. Und sie hat mir jetzt hier ein Hamburg meine Perle, quasi einen City Guide mit reingelegt. Ja, mit Sehenswürdigkeiten, mit Stadtplan und mit, richtig toll, mit zwei Magneten. Magnet Nummer 1, ja, Hamburg mit schönen Bildchen in den Buchstaben drin. Ja, und nochmal einen Magnet, ja, mit dem Hamburg, mit dem Hafen. Das ist richtig, da ist sogar ein Raddampfer drauf. Finde ich richtig, richtig toll. Vielen lieben Dank dafür. Jetzt habe ich hier was. Ich hole es einfach mal so raus. Und zwar ist das ein Kissen, glaube ich. Ein Kissen. Und hier steht auch wieder was. Findet eventuell einen Platz neben der Sendung mit der Maus. Also ihr wisst ja, ihr seht es ja vielleicht, ich habe hier ein kleines Kissen, Sendung mit der Maus. Hier ist der Elefant auf der Rückseite. Das habe ich hier auf meiner Couch sitzen. Und hier ist ein, ach so, da ist noch ein, jetzt sehe ich, jetzt raff ich es erst. Da ist noch ein Überbezug dabei. Und dann gucken wir mal, was das für ein Bezug ist. Das ist ein, nee, das ist doch mein, das ist doch mein Logo. Leute, ich bin fix und alle. Ich bin fix und fertig. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ein Retro-Raune Kissenbezug. Das heißt, sie hat sich echt Gedanken gemacht. Ich habe hier ein, oh Gott, ein Retro-Raune Kissen. Leute, was haltet ihr davon? Schreibt es in die Kommentare. Ich finde das Wahnsinn. Ich finde das mega. Es ist sogar so ein flauschiges Kissen. Ja, so wie so ein Niki. Sagt euch das noch was? Niki. Ja, so ein Samtstoff. Wahnsinn. Ich vielen, vielen Dank. Vielen lieben Dank. Das ist der Hammer. Leute, ich mach mal weiter. Ich versuche mich hier abzulenken, aber ich glaube, hier jagt ein Ding das nächste. Das hat sie hoffentlich auch irgendwo noch übrig gehabt, denn ich habe hier ein Playmobil Scooby-Doo. Ja, die gibt es ja aktuell im Handel. Ja, Playmobil, ich habe da auch was von den Ghostbusters. Scooby-Doo gab es auch, war ich bisher resistent. Und jetzt, Scooby geht immer, hat sie drauf geschrieben. Und das stimmt. Ja, Scooby geht immer. Hier ist Scooby-Doo drin mit einem Geist. Ja, Ghost Card und Sticker sind auch noch mit dabei. Ja, und es ist sogar ein Glow-in-the-Dark-Geist. Mandy, vielen lieben Dank. Das ist echt der Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Ich bin echt geplättet. Ja, ich bin echt geplättet. Ich weiß gar nicht. Ich sage immer, Channel-Spenden, ich wiederhole mich gerne, sind keine Selbstverständlichkeit. Und das hier ist eine Spende, da ich weiß gar nicht, was für ein Superlativ ich da noch verwenden soll, dass es halt wirklich keine Selbstverständlichkeit ist und dass jemandem eine Freude machen möchte, den man eigentlich gar nicht persönlich kennt, sondern nur von Videos und nur vom Hin- und Herschreiben. Wahnsinn. Und sie hat einen Lieblingsfilm, ja, und das ist auch mein Lieblingsfilm. Und das ist, also ich habe viele Lieblingsfilme, ja, aber einer davon ist definitiv Das Labyrinth mit David Bowie von Jim Henson. Ja, und sie hat mir jetzt hier, falls zu kitschig, dann einfach mal ab und zu rauskramen und die Bilder anschauen. Die sind natürlich der Hammer. Ein 2022 Kalender vom Labyrinth. Leute, Wahnsinn.
wenn ich hinten die Bilder sehe, 12 Motive aus dem Film. Ja, ich finde es richtig klasse, richtig toll. Jetzt habe ich hier etwas, das ist verpackt. Ja, sehr gut verpackt, mit Stern beklebt. Und ich schneide das jetzt einfach mal auf. Die historische Zeitreise. Ist das? Ach, hör mir auf. Sie halten ein Original. Hör mir auf. Wir hatten irgendwann mal eine kurze Geschichte, bevor ich da jetzt weiter, bevor ich das jetzt weiter ausführe. Wir hatten irgendwann mal gesprochen, ja, und wie das also ist. Ja, wie alt bist du? Ja, bist du in den 80ern aufgewachsen? Bist du in den 70ern aufgewachsen und sowas halt, ja. Und dann haben wir drüber gesprochen. Ich habe ihr mein Geburtsdatum genannt. Ja, und das hat sie sich gemerkt, hat sie angewandt und hat mir jetzt etwas zukommen lassen. Und seht ihr das? Die historische Zeitreise. Unten steht mein Geburtsdatum. Ja, das ist ja kein Geheimnis. 2.5.1978. Ja, und Leute, was da drin ist, ich nehme das jetzt einmal kurz raus. Und hier steht, hier ist ein Zertifikat drin. Sie erhalten eine Originalzeitung von Ihrem. Ach, Sie halten. Ich bin durch. Sie halten eine Originalzeitung von Ihrem Ehrentag in den Händen. Jahrzehnte hat diese alte Originalzeitung in Amtsstuben, Archiven, Bibliotheken oder Museen überdauert, um ihren Ehrentag zu verschönern. Alle unsere Zeitungen sind Unikate, Originalstücke aus Abertausenden von Zeitungen für Sie herausgesucht. Gebrauchs- und Lagerspuren machen den Reiz des Originals aus und sind ein untrügliches Zeichen für Echtheit und Alter. Wir wünschen Ihnen viele interessante und neue Entdeckungen mit diesem Stück Geschichte, das origineller und authentischer nicht sein kann. Mit besten Grüßen, Dr. Joseph Needfield. Und es war eine Zeitung dabei. Von dem 2.5. natürlich 1978, eine Originalzeitung. Und es ist eine Bildzeitung. Eine Bildzeitung. Von meinem Geburtstag, vom 2. Mai 1978, ja, wo Gladbach 12-0 gegen Dortmund gewonnen hat und Stuttgart gegen Mexiko 0-0 gespielt hat. Hä? 30 Pfennig hat diese Zeitung damals gekostet. Die werde ich mir mal in Ruhe durchlesen, was an dem Tag, wo ich geboren wurde, alles passiert ist. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann aktuell keine Worte finden, um mich zu bedanken dafür. Ja, und in Anführungsstrichen, das Schlimme ist, es ist noch was in der Kiste drin. Was ist da? Ach, hey, hier ist noch mal ein bisschen Luftpolster und ein Päckchen. Und sie schreibt, hierfür mussten Screenshots herhalten, deshalb ist die Qualität auch nicht 100%. Hoffe, dir gefällt es trotzdem. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Puzzle ist. Puzzle for you. Leute, ich werd verrückt, ich werd narrig. Ein Puzzle, beziehungsweise zwei Puzzle. Ich bin mal still. Ich weiß gar nicht, was ich... Ich wiederhole mich gerne, dass ich nichts sagen kann, weil ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist Wahnsinn. Sie hat Puzzle machen lassen. Mit meinem Logo und einem Screenshot von mir mit... So wie ich jetzt hier gerade sitze. Ja, Leute, ich drehe durch. Ich werde narrig. Es geht noch weiter und ich glaube, ich hole jetzt erstmal das hier raus. Ein Umschlag und da steht eine meiner liebsten Hefte von damals. Detektivausweis, Ausrufezeichen. Mehr sage ich nicht. Ich
könnte mir vorstellen, dass es ein Yps-Heft ist. Ich schau mal rein. Ich bin echt gespannt. Oder Mickey Mouse? Es ist Mickey Mouse. Mickey Mouse Heft Nummer 8 vom 13.02.1992. 1992, ja, also könnt ihr euch vorstellen, jetzt haben wir bald 2022, also auch schon wieder das Alter, und der Detektivausweis ist auch noch drin. Also das Gimmick quasi, wie es bei Yps immer hieß, wie ich eben gesagt habe, könnte Yps sein. Das Gimmick ist noch drin. Vielen lieben Dank. Ein Mickey Mouse Heft komplett im Top-Zustand mit dem Extra dabei. Vielen lieben Dank, Mandy. Vielen Dank. Und ich hoffe, da ist noch ein Umschlag, den ich nicht gesehen habe. Und wieder verpackt. Das hat auch nicht jeder. Viel Spaß damit. Mandy, du machst mich fertig. Wo ist denn jetzt meine Schere? Da. Ich bin gespannt, was hier jetzt wieder drin ist. Ich schmeiß das jetzt einfach, das Papier, alles mal so runter. Hier haben wir ein Heft. Da sind Unterschriften drauf. Das könnte das Drehbuch sein. Und sie schreibt... Aufmachen. Also aufmachen. Ich lasse das alles lieber gerne zu. Und Labyrinth, Labyrinth bei Terry Jones. Und ja, es war mir, ich habe es mir gedacht, es ist das Original-Drehbuch. Also natürlich eine Kopie, aber es ist das Drehbuch von dem Film Labyrinth mit den Unterschriften. Die Unterschriften werden nicht original sein. Ja, das ist aber trotzdem. Also um Gottes Willen, das kann ich mir nicht vorstellen. Das will ich mir nicht ausmalen, wenn die original sind. Ich kann es mir nicht vorstellen. Da ist auch Jim Henson drauf, okay. Frank Oz, also, nee, also Leute, aber das Drehbuch, ja, von dem Labyrinth-Film, wo wir drüber gesprochen haben, dass das halt auch mein Lieblingsfilm ist. Ja, Szene für Szene. Ja, wer spricht, was passiert, etc., ja, was die beim Dreh verwendet haben, eine Abkopie davon, vielen lieben Dank. Auch das wandert natürlich in meine Labyrinth-Sammlung. Vielen lieben Dank, Mandy. Ich habe noch, ich kann mal gucken, dann kann ich den Karton mal wegtun. Ich habe jetzt noch, und ich gehe davon aus, das ist die Schatzkiste und das ist ein riesen Oschi. Und die Kiste ist jetzt leer. Ohren zu. So, Kiste ist weg. Und... jetzt haben wir diese Schatzkiste, die ich jetzt versuche von der Luftpolsterfolie zu befreien. Und ja, gut eingepackt, viel Folie dahin. Und Schatzkiste. Wieder ein Zettel, ich zeige es mal kurz, die Kiste. Richtig schön, richtig toll. Ja, und wieder ein Zettel drauf. Lieber Frank, Goonies ist und war schon damals einer deiner Lieblingsfilme. Das stimmt, das stimmt. Habe ich auch oft genug erwähnt. Also Goonies, Labyrinth, so diese 80er, Mitte 80er Jahre Filme. Fantasy, Science Fiction, Abenteuer, richtig klasse. Hiermit übergebe ich dir deinen eigenen Goonies-Schatz. Und dann den Goonies-Spruch schlechthin, Goonies never say die. Hat sie drauf geschrieben. Finde ich richtig toll. Und hier ist jetzt das Schloss. Das Schloss. Und jetzt hole ich die Schlüssel, die per Briefumschlag separat kamen. Und Leute, ich bin fix und fertig. Mach jetzt das Schloss auf. Ich hoffe, das geht. Perfekt. Schloss ist ab. Und öffne die Kiste. Und schau. Wie kriege ich die Kiste auf? Achso, ich muss erst noch das Schloss natürlich drüber machen. Na, und wieder ein Zettel oben dran. Na, geht ein Traum in Erfüllung? Wer wollte nicht seinen eigenen Goonies-Schatz besitzen? Mal schauen, was du alles findest. Und Leute, seht ihr das? Süßigkeiten en masse.
Süßigkeiten en masse. Und zwar, so wie es aussieht, Süßigkeiten aus den 80ern und sogar noch Golddublonen sind auch mit dabei. Richtig klasse. Und ich werde das jetzt mal so ein bisschen rausgucken. Hier ist so Knusperreis, ja, Fruchtgummischnüre, Knistergams. Das heißt, wenn man die so im Mund, die bitzeln ja so. Ganz viele weiteren Golddublonen. Was haben wir hier? Ein Playmobil Piraten mit Hai. Mit Hai, passend zum Schatz. Ein Piraten. Auch noch original verpackt. Mandy, du bist verrückt. Vielen, vielen Dank. Ja, einen Tom und Jerry Pets Spender. Wahnsinn. Vielen Dank. Vielen Dank. Brause, Ahoi Brause, geht immer. Knusper Esspapier. Leute, Esspapier, das ist das Geschmacksloseste, was es gab, aber jeder wollte es essen, jeder wollte es haben. Und Kaugummi aus der Tube. Vielen lieben Dank. Und ganz viel Geld, Gold und hier ist, was ist hier? Hier ist noch was eingepackt. Ich drehe durch. Leute, wenn ihr Goonies, den Film, kennt und wenn ihr auf meinem Kanal seid, sprich halt die 80er Jahre liebt, dann solltet ihr die Goonies kennen. Und ich habe hier einmal die Münze, die Goldmünze oder die Golddublone aus dem Film und ich habe hier den Schlüssel aus dem Film, wo sie halt an der Küste sind und da durchgucken und dann halt die Felsformationen sehen und wissen, dass sie richtig sind. Ich weiß nicht, was ich sagen soll und es... Da ist noch was drin. Außer ganz viel Gold. Ganz viel Gold. Hat noch ein T-Shirt reingepackt, Leute. Und wie soll es anders sein? Ein Goonies T-Shirt. Wahnsinn. Und auch in Größe M. Perfekt. Ein Goonies T-Shirt. Leute, ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Mandy, ich bin sprachlos. Meine Zuschauer, ich bin sprachlos. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Hier noch ganz viele Münzen drin. Ja, mein persönlicher Schatz. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich habe das Paket ausgepackt. Ich bin nach wie vor geplättet. Ich bin etwas sprachlos. Mandy, ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Du hast mir eine riesen, riesen Freude gemacht. Du warst so kreativ, ja, dass du mir Sachen eingepackt hast, dass du Sachen selbst, ich sage jetzt mal, produzieren lassen hast für meinen Kanal, weil dir der Kanal gut gefällt, weil du Spaß hast bei den Videos, wie du mir schreibst. Ja, du kommentierst jedes Video und das ist, ich glaube, das ist der Traum eines jeden YouTubers, ja, solche Abonnenten zu haben, die interagieren, die die Videos kommentieren. Ja, und wie gesagt, aber es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man so ein Paket geschickt bekommt. Leute, ich bin hin und weg und würde das Wort jetzt mal an euch geben. Schreibt's in die Kommentare, was haltet ihr von diesem Channel-Spendenpaket? Wie findet ihr es? Ja, lasst's mich wissen. Ja, guckt bei der Mandy mal auf dem Instagram-Kanal nach. Wie gesagt, ich verlinke den unten in der Videobeschreibung.
Ja, sie macht ganz tolle Bilder, hat ganz tolle Sachen, die sie bekommt, ja. Actionfiguren, noch und nöcher, Comics etc. Ja, schaut mal da rein und liked die Videos, beziehungsweise die Videos, die Bilder, die sie auf Instagram stellt, ja. Würde mich sehr freuen. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid und auch kein Video mehr verpassen möchtet und euch dieses hier gefallen habt, dann klickt doch auf den Abonnieren-Button und aktiviert das Glöckchen und somit werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video von mir hochgeladen wird. In diesem Sinne, Leute, bleibt gesund, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Retro-Rauner.